Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alter Ego. Nachdem ich ja momentan nur Alter Ego Folgen mache, möchte ich euch sagen, warum. Der Elan für dieses Spiel ist... hält sich in Grenzen, sagen wir es mal so. Es hat zwar gute Momente, im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, es ist mehr langweilig. Deswegen möchte ich es jetzt relativ schnell zum Ende bringen. Deswegen mache ich momentan auch nur Alter Ego. Sag mal, ist die Musik einfach so laut oder täuscht es ein bisschen? Ein bisschen leiser geht ja auch. Dialoge können wir ja so lassen. So. Dann starten wir mal direkt. So, wir brauchen hier irgendwas. Wir müssen hier irgendwie mal mit der komischen Lady quatschen. Was mich ja eigentlich schon die ganze Zeit wundert, weil wir hier raus und rein latschen können, ohne dass die mit uns quatschen will. Beziehungsweise, dass sie uns überhaupt vermisst. Jo, jetzt schauen wir mal. Irgendwie muss es doch hier was geben, dass wir mal hier so... Okay. Telefon haben wir letztens schon gemacht. So, dann haben wir eigentlich nur diesen komischen Behang, weil hoch dürfen wir auch nicht. Was ist denn dahinter? Bum, 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 bum. Ich darf ich zwar will nichts nur antworten. Kurz gucken. Ja, genau. Das stört doch keinen. Nein. Wenn ich diesen Ring sehe, frage ich mich, ob Sir William so etwas in der Art auch trug. Was ja so viel bedeuten würde. Oh Gott, der Edelstein, den ich im Grab gefunden habe, ist derselbe wie der in diesem Ring. Also ich kenne da jetzt keinen... Das war sicher kein Zufall. Sir William muss damit begraben worden sein. Ich frage mich, wo der Ring jetzt ist. Was machen Sie da? Nichts, ich sehe mich nur um. Nichts anfassen. Die Herrin empfängt niemanden. Aber ich muss mit ihr reden. Wenn Sie einen Moment warten, ruft sie hier an. Hier? Ja, setzen Sie sich ruhig. Nein, danke, ich habe keine Zeit zum Herumsitzen. Dann, ja. Guten Tag, Madame. Detective Sergeant Briscoe zu Ihren Diensten. Ich möchte Ihnen mein Beileid aussprechen und leider habe ich auch schlechte Nachrichten für Sie. Ah, mein Vorgesetzter hat bereits mit Ihnen gesprochen. Verzeihen Sie, er hat wohl vergessen, es mir zu sagen. Kommen wir also zu dem Problem. Ich habe mehrere Fragen, aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich lieber persönlich mit Ihnen sprechen. Verstehe, nur am Telefon, wie Sie wünschen. Darf ich dann fragen, ob es stimmt, dass Sie angeordnet haben, dass Sir Williams Sarg während der ganzen Beisetzung geschlossen bleibt? Es tut mir leid, Madame, aber ich muss Ihnen diese Fragen leider stellen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir helfen würden und meine anderen Fragen auch beantworten könnten. Ja, das ist eine logische Erklärung. Waren diese Missbildungen die Ursache der, sagen wir, Unbeliebtheit von Sir William? Ich verstehe, dass die Leute abergläubisch sind, aber ich hätte nie gedacht, dass Pater Malkehi gegen ein Begräbnis war. Sagte er, wieso? Natürlich haben sie ihm nicht zugestimmt. Eine Einäscherung kam nicht in Frage. Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das für sie war. Das verstehe ich und möchte ihnen nicht auf die Nerven gehen. Das reicht fürs Erste. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ich glaube, sie ist eine sehr kluge Dame. Sie weiß genau, was sie sagen muss, um nicht mehr preiszugeben, als sie will. Vielleicht ein paar Fakten, wahrscheinlich von geringer Bedeutung, aber man weiß ja nie. Zum Beispiel, warum Pater Malkihi wollte, dass die Leiche eingeäschert wird. Wahrscheinlich, um sicherzugehen, dass er weg ist. So, können wir mit der Dame hier noch quatschen. Laufen, laufen, laufen. Nach der Arbeit fragen. Wie lange arbeiten Sie schon für die Familie Lewis? Erst seit heute Morgen. Merkt man das nicht? Nein, gar nicht. War es schwer, die Stelle zu bekommen? Ich sollte das wohl nicht sagen, aber Lady Miriam kann nicht wählerisch sein. Warum? Geldsorgen? Ich hoffe nicht. Aber kennen Sie die Gerüchte über Sir William? Ich habe davon gehört. Kein Wunder, dass die Leute Angst haben. Aber Sie nicht. Ich hatte keine Wahl. Aber wenn was schief geht, laufe ich weg. Sagen Sie das nicht der Herrin, ja? Sir Williams Hund ausleihen. Ich möchte Sie nicht aufhalten, aber kann ich mir Sir Williams Hund ausleihen? Nur für eine kurze Zeit, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Weiß nicht. Da müsste ich die Herrin fragen. Halt, bleiben Sie hier. Es ist nicht nötig, Sie wegen so einer Kleinigkeit zu belästigen. Aber die Herrin wird vielleicht wütend. Sie muss es ja nicht wissen. Glauben Sie nicht, sie hat im Moment Wichtigeres im Kopf und braucht Ruhe? Sie haben recht. Gut, nehmen Sie ihn mit, aber nur kurz, versprochen? Sie haben das Wort eines Gentlemans. Unterhaltung über den Hausarzt bitte. Ich muss mit Lady Miriam sprechen. Würden Sie mir den Weg zeigen? Aber Sir, ich habe Ihnen doch erklärt, das ist unmöglich. Wenn sie mit Ihnen reden will, dann nur über das Telefon. Verstehe. Ich muss nur wissen, wer Sir Williams Totenschein unterschrieben hat und was die Todesursache war. Du hast vorhin mit ihr gequatscht, du Depp. Am besten, ich spreche mit dem Hausarzt. Ich werde fragen, aber die Herrin ist im Moment sehr beschäftigt. Einen Augenblick bitte. Hätte ich nicht die Stimme am Telefon gehört, würde ich meinen, hier gäbe es gar keine Lady Miriam und das Dienstmädchen lebte ganz allein hier. Hä? Ach so. Bitte warten, bitte warten. Ich fürchte, die Herrin möchte nicht mit Ihnen sprechen. Hat sie einen Grund genannt? Nehmen Sie es mir nicht übel, aber sie sagte, das gehe sie nichts an. Na schön. Wissen Sie zufällig, wer Sir Williams Leibarzt war? Das weiß ich nicht. Aber ich würde es Ihnen sowieso nicht sagen. Ich will meine Stelle nicht verlieren. Heul halt rum. Schon gut, ich finde die Information auch woanders. Na gut. Sture alte Dame. Sie macht mir das hier nicht einfacher. Warum auch? Das haben wir ja schon soweit. Was hat er denn in sein Notizbuch reingeschrieben? Hallo? Unbekannter Raucher. Soll das jetzt bedeuten, dass da was Neues? Sir William wurde lebendig begraben. Er wurde vielleicht verrückt, aber er kam auf jeden Fall heraus. Als Zombie. Dann hätte er den Totengräber erledigen können, der dort herumlungerte, um schließlich im Kanal zu verschwinden. So. Jetzt weiß ich, dass Sir William lebendig begraben worden sein muss. Könnte sie das alles geplant und ihren Enkel vor seinem Wahnsinn bewahrt haben?
Wahrscheinlich ohne Erfolg. So. Lady Miriam zufolge wollte er, dass die Leiche eingeäschert wird. Das bedeutet, er hatte einen guten Grund dafür, die Leiche anders loszuwerden. Ich habe niemanden gefunden, der solche Zigaretten raucht. Es muss jemanden auf dem Friedhof geben, von dem ich noch nichts weiß. Ich bin für den Padre. Na gut, dann würde ich mal sagen, schauen wir mal auf den Friedhof. Halt, den Hund dürfen wir sonst noch ausleihen. Wobei ein Dobermann ausleihen, ich weiß ja nicht. Na komm, Hündchen, du hilfst mir jetzt, dein Herrchen zu finden. Der geht so freiwillig mit. Na doch, schau her. Es war ein schönes Stück Arbeit, dich hierher zu bekommen. Erst wollte ich eine Leine nehmen, aber das ist jetzt egal. So. Ach, wir müssen oben den Hund irgendwas... Er scheint nicht zu verstehen, was ich von ihm will. Fingernägel. Nein. Das da. Auch nicht. Das da vielleicht? Auch nicht. Stofffetzen. Ja, hier, da, Hund. Da. Los, Kleiner. Such dein Herrchen. Keine Reaktion. Die Probe ist zu klein und zu schwach. Schade, ich hatte mehr erwartet. Das möchte ich ja nochmal mit den Fingernägeln probieren. Nein. Die Kippe. Auch nicht. Haben wir hier noch was? Dienstausweis, Glasscherben. Auch nicht. So, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas kriegen, finden, was weiß ich. Ja. Sarkophag. Selbst wenn ich die Erlaubnis und ein... Ach, nerv halt. Ja, schön, was soll ich jetzt mit dem Hund machen? Er scheint nicht zu verstehen. Ich will... Boah, Mann, jetzt lass mal den Hund einfach mal hier so... Einfach mal so liegen. Sitzen, stehen. Jetzt fragen wir aber nochmal den... Wo ist der Padre? Padre? Ich komme zurück, sobald ich meine... Ich komme zurück. Ach, da steht... Ich weiß, dass ich es benutzen soll. Hey, da steht er da. Ich blindes Huhn. Der ist Diebschau zur Leiche bezichtigt. Wissen Sie, Ihre seltsame Ruhe hat eine gegenteilige Wirkung auf mich. Ich glaube, Sie sind ganz froh, dass Sir William Ihnen aus den Augen ist. Was? Wie können Sie so etwas sagen? Ich weiß, dass Sie absolut gegen die Beisetzung waren. Das ist eine Lüge. Dann sagen Sie mir, warum Sie auf der Einäscherung der Leiche bestanden haben. Ich habe es gut gemeint. Das ist die ganze Wahrheit. Sagen Sie, wie ist das so, einen mehrfachen Mörder und ein Monster zu bestatten? Das geht Sie nichts an, Detective. Ihre Fragen beleidigen mich. Ein Monster gegen Ihren Willen zu bestatten, beleidigte Sie ebenfalls. Denn die Dinge liefen nicht wie gewünscht, also fanden Sie eine eigene Art, damit umzugehen. Das können Sie nicht beweisen. Sie hatten ein Motiv, die Gelegenheit und kein Alibi. Ich muss Sie leider bitten, in der Stadt zu bleiben. Nehmen Sie mich fest. Nein, noch nicht. Aber bald komme ich zurück und würde dann ungern nach Ihnen suchen müssen.
So. Wir brauchen ja irgendwas für einen Wauwau. Ich würde mal fast sagen, da müssen wir nochmal zurück in dieses komische Dingens da, in dieses Anwesen. Weil der Ring, der bringt es ja nicht wirklich. Die Fingernägel auch nicht. Können wir, was haben wir denn? Hier, Fingernägel. Will sie nicht. Stofffetzen? Auch nicht. Dienstmädchen, nö. Dienstausweis haben wir hier schon gezeigt. Gips kann es auch nicht. Schlüsselbund kann es auch nichts anfangen. Hier. Können Sie uns was dazu Ich habe sagen? hier etwas, das Lady Miriam sehen sollte. Könnten Sie ihr das bringen? Na sicher, dagegen hat sie nichts gesagt. Braves Mädchen. Wow, ist das ein echter Diamant? Für mich Ja, ist und das ich ein brauche ihn Rubin. sofort zurück. Er ist ein wichtiges Beweisstück. Ja, und dann gibst du es Ich muss einfach so. wissen, ob Oh. er zu Sir Williams Ring gehörte. Hoffentlich verliere ich ihn nicht unterwegs. Ja, das hoffe ich Besser auch. nicht. So, ich würde mich nämlich hier noch gerne ein bisschen umsehen. Hier muss Jetzt doch. kann ich mich ein paar Minuten lang umsehen. Gehst du jetzt auch hier rauf? In Anbetracht der Richtung, die das Dienstmädchen einschlug, ist Lady Miriam wohl nicht auf ihrem Zimmer. Hat sie Sir Williams Arbeitszimmer erwähnt? Aber wahrscheinlich werde ich dort auch nicht hineinkommen. Haus durchsuchen. Nicht ohne guten Grund und einen richtigen Ausweis. Jetzt möchte ich noch mal da hinten in den Schuppen schauen. Da müssen wir doch auch irgendwie reinkommen. So nicht. Ne, so nicht. So nicht. Können wir jetzt da hinten reinstiefeln? Fenster? Ich werde niemanden ausspionieren. Heulsuse. Ein idealer Ort für eine Mordwaffe, aber nicht für einen verrückten Mörder. Also in den Schuppen kommen wir nicht. In Anbetracht der Richtung, die das Dienstmädchen Nicht auf einschlug, ihrem hat sie Sir Zimmer. Williams Arbeitszimmer erwähnt? Wahrscheinlich werde ich da auch nicht hineinkommen. Fortgehen, fortgehen. Tischschublade. Männerhandschuhe, Rechnungen, ein Notizblock. Sir Williams persönliche Habe. Da ist sogar Geld. Jetzt verstehe ich, warum ich die nicht sehen sollte. Lady Miriam hat es deutlich erklärt. Sie möchte nicht, dass jemand im Privatleben ihres Enkels herumwühlt. Etwas ohne Erlaubnis zu nehmen, verstößt gegen meine Prinzipien. Aber ich nehme an, die Lady würde mir sie sowieso nicht geben. Und Grund ist er mitnehmen. Ich werde das irgendwie hinkriegen müssen. Sir William Staplerregion. wusste, wie man das Leben genießt. Aber er entspricht überhaupt nicht dem Bild einer verrückten Bestie.
Er war wahrscheinlich nur ein Einzelgänger, ein Sonderling, der sein Leben mit teuren Dingen auszufüllen versuchte. Mhm. Die Frage ist, woher nahm er das Geld?